Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch einen brandneuen, naja gut, neu ist er nicht, aber die Afterpatch-Variante eines Giftcast to Friends. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches ever. Und Leute, am Ende des Videos habe ich eine geile Überraschung für euch, also bleibt dran. Aber ich würde sagen, Leute, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, ganz wichtig, braucht ihr eine Oppressor MK2. Ganz wichtig. Außerdem, Leute, braucht ihr das Casino Penthouse, braucht ihr auch ein Fahrzeug, was ihr über diesen Glitch verlieren könnt. Zum Beispiel einen kostenlosen LG oder irgendein billiges Auto. Und dieses Auto kann in irgendeiner Garage stehen. Und zu guter Letzt, Leute, klar, braucht ihr einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und dieser Freund, Leute, braucht auch einen Bunker inklusive MOC. Und im dritten Teil des MOCs, Leute, braucht ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Was da drin steht, ist natürlich egal. Und das Wichtigste, Leute, bei eurem Freund, klar, er sollte das Fahrzeug besitzen, was ihr gerne haben möchtet. Aber ich würde sagen, Leute, fangen doch mal mit dem Glitch an. Und zwar ist der erste Part beim Freund. Denn euer Freund muss erstmal in den Editor gehen oder Story-Modus. Denn dort wechselt er erstmal seinen Zielmodus. Mein Tipp, Leute, er sollte freies Ziel nehmen. Hat er das Ziel bei den Einstellungen korrigiert, zum Beispiel hier auf freies Zielen gestellt, dann kann euer Freund in einer Einladungssitzung joinen. Ganz wichtig, euer Freund joint alleine diese Einladungssitzung, ihr dürft nicht mit drinne sein. Ist er jetzt in der Lobby gespawnt, Leute, geht es euer Freund auf Option, Online, schneller Beitritt, Job, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission, Job für einen Titan und wartet in diesem Jobmenü. So, jetzt seid ihr dran, Leute, denn ihr seid jetzt in einer Freundessitzung. Ganz wichtig, Leute, in einer Freundessitzung, denn euer Freund muss euch später natürlich joinen. Denn ihr seid jetzt hier am Casino. Ihr geht jetzt einfach in den Casino rein. Seid ihr im Casino angekommen, Leute, öffnet ihr jetzt euer Handy, geht auf Kontakte, ruft zum Beispiel Geralt oder Simon an und fordert eine Kontaktmission an. Habt ihr diese Kontaktmission bekommen, Leute, geht ihr wieder aufs Handy, auf Job, geht auf diesen Job und zwar so, dass ihr noch einmal X drücken müsstet, um diesen Job zu starten. Habt ihr das gemacht, geht ihr jetzt aufs PlayStation-Menü, geht es aufs Profil von eurem Freund und geht es hier auf Beitreten. Und ganz wichtig, Leute, hier ist ein bisschen Timing, denn ihr müsst es schaffen, praktisch den Kontaktmission anzunehmen und während ihr in diese Kontaktmission reinlädt von Simon oder Geralt, müsst ihr die Meldung alle akzeptieren, dass ihr eurem Freund beitritt, dass ihr den Zielmodus ändert und, ach ja, es ist eine Einladungssitzung, wir kommen da gar nicht rein. Diese drei Meldungen müssen während des Jobsladens akzeptiert werden. So, das versuchen wir jetzt einfach mal und gucken mal, ob das Ganze klappt. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier auf Beitreten. Es dauert jetzt ca. 3 bis 4 Sekunden, danach akzeptiere ich den Kontaktjob, spamme X, was das Zeug hält, weil ich akzeptiere jetzt auch die ganzen Meldungen, die ich ja durch den Beitritt des Freundes habe. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr wieder im Casino spawnen und wenn ihr auf dem Handy schaut, müsste bei einer Kontaktmission stehen, geschlossen. Gut, in meinem Fall hatte ich das leider im Fehltry, jetzt hat das Timing technisch nicht ganz gehittet, aber nicht schlimm, wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf unser Handy, Job, auf die Kontaktmission und zwar so, dass wir noch einmal X drücken müssten, um diesen Job zu starten. Gehen jetzt wieder ins PlayStation-Menü, gehen auf so Profil von unserem Freund, gehen auf Beitreten. Ich warte jetzt circa 4 Sekunden, akzeptiere dann die Kontaktmission, spamme X, was das Zeug hält. Ich spawn hoch in den Wolken, spawn wieder runter und zack, boom, bam, Leute. Ich hab's geschafft. So sollte es bei euch jetzt auch aussehen, wenn ihr jetzt das Handy öffnet und bei der Mission steht jetzt geschlossen. Ihr könnt auch nicht da draufklicken mit X oder sonst irgendwas. Geht nicht. Sehr schön, Leute. Denn als nächstes schließt ihr jetzt euer Handy und geht aus dem Casino raus. Denn wir bestellen jetzt unseren MOC zu uns. Seid ihr draußen, habt euren MOC bestellt und der ist jetzt auch geliefert worden, könnt ihr jetzt einfach wieder reingehen ins Casino. Denn jetzt kommt der nächste Part im Casino. Denn wir müssen jetzt zum Aufzug vom Casino hingehen. Wenn ihr jetzt gegen den Aufzug läuft, öffnet sich das Menü vom Casino. So soll es auch sein. Denn ihr tut nichts in diesem Menü und drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online, schneller Beitritt und ihr werdet merken, Leute,
dass die Jobs und so ausgegraut sind. Ihr könnt jetzt keinen Job irgendwie starten oder sonst irgendwas. Und das ist soweit ganz gut, denn wir müssen es tatsächlich jetzt hier warten, bis das nicht mehr ausgegraut ist. Das dauert ca. 2 bis 3 Minuten, je nachdem, wie schnell das halt in GTA lädt. Und ihr könnt es jetzt einfach immer zwischendurch mal testen, indem ihr mal kurz wieder so gesehen zurückgeht aus diesem Menü, im Optionsmenü und wieder reingeht. Aber ganz wichtig, Leute, ihr dürft das Optionsmenü nicht schließen. Ganz wichtig, sonst habt ihr den Glitch kaputt gemacht. So, ich habe jetzt ca. 2,5 Minuten gewartet und ihr seht, Leute, es ist bei mir nicht mehr ausgegraut. Das bedeutet, wir können jetzt den letzten Schritt machen des Verglitschens. Denn wir drücken jetzt hier Kreis und drücken nochmal Kreis und zwar so, dass das Optionsmenü ausgegraut ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch einmal Kreis drücken, würde das Optionsmenü schließen. Wenn wir das machen, Leute, müssen wir so schnell X spammen, was das Zeug hält. Denn unser Ziel ist es, in den Aufzug bzw. in den Penthouse reinzugehen. So, das mache ich jetzt mal. Ich drücke jetzt hier Kreis, X. Und ihr seht, Leute, ich gehe in den Aufzug hinein. Gut, der Ladescreen ist etwas verbuggt, denn wir joinen gleichzeitig der Kontaktmission von eben rein. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, ihr müsst jetzt im Hintergrund so gesehen den Aufzug kurz aufgehen sehen und dann einen Blackstream bekommen. Und sobald ihr diesen Blackstream bekommen habt, Leute, einfach Kreis, den Job verlassen und ihr fallt durch die Map. Falls das Ganze nicht funktioniert, Leute, dann müsst ihr tatsächlich das Verglitschen wieder von vorne machen, komplett von vorne. Aber in meinem Fall wunderbar, ich bin außerhalb des Casinos gespawnt. Ihr seht auch anhand meiner Minimap, dass die einfach kaputt ist. Ich sehe nichts mehr drauf und das ist der Indikator für euch. Jo, ich bin verglitscht, ich kann den Gift Custom Friends jetzt machen. Das bedeutet wiederum, ihr könnt eurem Freund jetzt Bescheid sagen, ey yo, du kannst mir jetzt beitreten, ich bin ready. So, euer Freund tritt jetzt in eurer Sitzung bei. Denn ihr trefft euch jetzt irgendwo, es ist tatsächlich völlig egal wo, aber ihr trefft euch jetzt irgendwo mit euren beiden MOCs. Klar, ganz praktisch, Casino-Parkplatz ist ganz groß. Und ganz wichtig, euer Freund sollte dann auch das Fahrzeug bestellen, was ihr gerne haben möchtet. So, in meinem Fall habe ich hier den Turismo Classic genommen. Und ihr seht vielleicht, Leute, das Auto ist etwas speziell. Denn das Auto hat, ja, wie soll ich sagen, Chameleonfarbe. Das ist ja mehr oder weniger normal. Aber schaut mal, die Felgen, Leute, die Felgen haben tatsächlich auch Chameleonfarben. Das ist tatsächlich der neueste Shit in Sachen, ja, ich sag's mal, Modding. Ne? Nur so als kleiner Taser für gleich, was wir am Ende des Videos sagen. Aber gut, machen wir erstmal weiter mit dem Glitch. So, seid ihr jetzt mit eurem MOC da, euer Freund mit seinem MOC auch und euer Freund hat auch das Fahrzeug geholt, was ihr gerne haben möchtet, seid ihr jetzt ready und könnt weitermachen. Denn ihr bestellt jetzt ganz wichtig, Leute, ihr bestellt über das Interaktionsmenü jetzt die Opresso MK2 aus eurem MOC. Ihr dürft nicht hineingehen. Wenn ihr ins MOC hineingehen wollt, Black Screen, könnt ihr Glitch komplett von vorne machen. So, mein Fall ist jetzt, die MK2 ist gespawnt. So, ihr packt das jetzt vor den MOC hin. Denn wir brauchen jetzt ein Straßenfahrzeug, was wir über diesen blauen Punkt parken werden. So, in meinem Fall jetzt hier irgendein Straßenfahrzeug. Haben wir das jetzt gemacht, gehen wir jetzt zu unserer Opresso MK2, steigen auf und fliegen über das Straßenfahrzeug zum MOC. Und während wir über diesem Straßenfahrzeug fliegen oder stehen, wie auch immer, drücken wir die rechte Pfeiltaste. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr vor den MOC spawnen und das Straßenfahrzeug ist despawned. Wenn das passiert ist, perfekt. Dann könnt ihr vom Opresso MK2 absteigen, öffnet das Interaktionsmenü und lagert euer persönliches Fahrzeug wieder ein, sodass die Opresso MK2 verschwindet. Habt ihr das gemacht, könnt ihr als nächstes das Fahrzeug bestellen, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Mein Tipp, Leute, nehmt den kostenlosen LG, der steht bei mir in irgendeiner Garage. So, wurde der LG geliefert, das könnt ihr auf der Karte nachschauen. Steigt ihr jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr gerne haben möchtet. Denn euer Freund geht jetzt in sein MOC hinten rein und sobald euer Freund im MOC angekommen ist, lädt er euch in sein MOC ein. Und ihr nehmt diese Einladung an, während ihr im Auto sitzt. Denn ihr werdet jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Wenn ihr diesen unendlichen Blackscreen bekommen habt, dann startet jetzt euer Freund eine Mission. Das bedeutet, er drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online, schneller Beitritt, Job, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission, Job für einen Titan zum Beispiel. Und wenn er im Jobmenü drin ist, sagt er euch Bescheid. Wenn euer Freund das euch jetzt gesagt hat, ey, yo, er ist drin, dann drückt ihr jetzt die PlayStation-Taste, geht wieder aufs Profil von eurem Freund und tritt ihm bei.
Und zwar so, Leute, dass ihr in GTA eine Meldung habt, dass da steht, ey, bist du sicher, dass du dem beitreten möchtest? Wenn ihr diese Meldung habt, dann könnt ihr eurem Freund sagen, ey, yo, geh bitte aus dem Job hinaus. Wenn euch euer Freund Bescheid gesagt hat, dass er aus dem Job rausgegangen ist, könnt ihr natürlich die ganzen Meldungen, die jetzt kommen, bestätigen. Das bedeutet, ihr bestätigt die Meldung, dass ihm beitritt und ihr bestätigt auch die Meldung, dass die Sitzung nicht mehr verfügbar ist. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr im MOC spawnen mit dem Fahrzeug. Und ganz wichtig, Leute, ganz wichtig, ihr dürft jetzt nicht in das Fahrzeug einsteigen. Denn nach ca. 3 bis 5 Sekunden solltet ihr einen Blackscreen bekommen und solltet in eurem Bunker spawnen. Falls ihr das, warum auch immer, trotzdem ins Fahrzeug eingestiegen seid und hattet nicht diesen Blackscreen, Leute, gibt es auch noch einen Workaround, wie ihr dann wieder entfreezed seid und das Fahrzeug behalten könnt. Aber so wäre jetzt der Glitch generell vorbei. Denn ihr könnt jetzt wieder zurück ins MOC hineingehen, das Fahrzeug rausholen und es gehört euch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt es tunen, ihr könnt es theoretisch verkaufen. Gut, das Fahrzeug hier bringt jetzt nicht so viel beim Verkaufen, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt der Part, falls ihr nicht rausgeschmissen wurdet aus eurem MOC, warum auch immer. Da gibt es tatsächlich auch einen kleinen Workaround. Dafür braucht ihr aber wieder euren Freund. Denn euer Freund muss jetzt auch zu seinem Bunker wieder fahren und in sein MOC hinten reingehen. Denn euer Freund muss euch wieder in sein MOC einladen. Und das Ganze nimmt er natürlich auch an und joint in sein MOC hinein. Denn wenn ihr in sein MOC drin seid, könnt ihr tatsächlich einfach aus seinem MOC rausgehen, aus seinem Bunker rausgehen und dann seid ihr entfreezed und wenn ihr draußen seid, könnt ihr tatsächlich auch das Fahrzeug bestellen, was aktuell in eurem MOC ist. Und ihr werdet merken, Leute, dass es nicht eure Opressor MK2 ist, sondern das Fahrzeug, was ihr euch gerade so gesehen von eurem Freund kopiert habt. Und nein, keine Sorge, Leute, ihr verliert die Opressor MK2 natürlich nicht. Ist ja klar. Die Opressor MK2 steht jetzt gerade da, wo früher der LG stand. Nur so als Info. Aber gut, Leute, das war's mit dem Giftcast to Friends soweit. Ich hoffe, ihr habt den Glitch verstanden. Falls ihr ein paar Fragen habt oder sowas, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie gerne beantworten. Aber gut, Leute, ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ihr seht jetzt auch hier gerade im Video, dass wir so gesehen ein paar neue Fahrzeuge haben, ein paar sehr exklusive Fahrzeuge und so gesehen auch Selfmade-Fahrzeuge. Denn mein Moderator Gaming for Pride hat sich mal die Mühe gemacht und hat ein paar Fahrzeuge vorbereitet, die richtig genial sind. Denn ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, aber die Felgenfarben sind nicht normal oder Standard oder ja, einfach nur weiß oder sowas. Nein, die Felgen sind auch in Chamäleonfarbe und deswegen verkünde ich hier auch, dass wir demnächst einen Giftcast to Friends Stream auf der PlayStation 5 veranstalten werden. Wann genau der Termin sein wird, muss ich leider tatsächlich noch gucken. Aber Leute, verpasst den Giftcast to Friends nicht, denn es wird sich auf jeden Fall lohnen. Deswegen, Leute, joint jetzt schon mal auf den Discord-Server und verpasst keine Streams mehr von mir. Aber gut, Leute, ich habe jetzt genug gelabert. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus. Euer Bombard. Ciao.